Alamas. Oder auch nicht. Alamas. Okay, gucken, was hier ist. Alamas. 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 Die Frage, wo kann man denn hier noch was Nahrung holen? Da oben, würde ich sagen. Wo hier noch ein Lager hin ist. Alamas. 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 Hallo Krokodil. Alter. Tschüss Alamas. Krokodil. Was? Alamas. Überlebt? Ernsthaft? Alamas. So, und da haben wir gewonnen. Alamas. Yay. Easy. Ihr Erkundungstrupp hat die heiligen Städten entdeckt und die Eindringlinge aus dem Westen zurückgedrängt. Sie glauben jedoch nicht daran, dass dies ihre letzte Begegnung mit diesen Libyern war. Na gut, glauben wir das halt nicht. Erkundungsreisen und der Austausch mit anderen Kulturen haben neues Gedankengut nach Ägypten gebracht. Ihre Leute entwickeln neue Fähigkeiten, einschließlich neuer Fischereitechniken und komplexerer Steinwerkzeuge. Steigen Sie mit Ihrer Kultur in das Werkzeugzeitalter auf, um Zugriff auf diese Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten zu erhalten. Okay. Thiele, schreiten Sie ins Werkzeugzeitalter vor. Fischen. Um zu fischen, klicken Sie auf einen Dorfbewohner und rechtsklicken Sie auf den Fischgrund, angezeigt durch einen springenden Fisch in der Nähe des Ufers. Der Dorfbewohner wird Nahrung sammeln und diese ins Dorfzentrum deponieren, von wo aus Ihre Vorratslager hinzugefügt wird, das in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Je mehr Dorfbewohner Sie den Fischern zuweisen, desto schneller wird sich Ihr Vorratslager füllen. Ein Fischerboot kann mehr Fische als ein Dorfbewohner fangen. Um ein Fischerboot zu bauen, müssen Sie zunächst einen Hafen bauen, diesen anklicken und dann auf die Schaltfläche Fischerboot bauen klicken. Um mit einem Fischerboot zu fischen, klicken Sie auf das Fischerboot und danach auf einen Fischgrund, angezeigt durch das springende Fisch in der Nähe des Ufers. Je mehr Fischerboote Sie besitzen, desto schneller wird sich Ihr Vorratslager füllen. In das nächste Zeitalter voranschreiten. Klicken, bevor Sie vom Steinalter zum Werkzeugzeitalter voranschreiten können, müssen Sie ein Dorfzentrum und zwei verschiedene Steinzeit-Technologiegebäude, Kornspeicher, Lagergrube, Hafen oder Kaserne besitzen. In diesem Szenario wäre es beispielsweise ausreichend, einen Hafen und eine Lagergrube zu bauen. Sie müssen auch 500 Nahrung in Ihrem Vorratslager haben, um ins Werkzeugzeitalter aufzusteigen. Um ins nächste Zeitalter aufzusteigen, klicken Sie auf das Dorfzentrum und danach auf die Schaltfläche, in das Werkzeugzeitalter voranschreiten. Wenn Sie in das nächste Zeitalter kommen, können Sie die Gebäude errichten, die es Ihnen erlauben, neue Technologien zu entwickeln und neue Schiffe und Militäreinheiten zu erstellen. Um diese Anweisungen anzuzeigen, während Sie das Spiel spielen, klicken Sie auf Schaltfläche Ziele in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um weitere Tipps zur Erreichung zu erhalten. Klicken Sie auf Tipps. Ja, okay. Hinweise. Erstens, der beste Weg in das Szenario Nahrung zu sammeln ist es, mit Dorfbewohnern und Fischerboot zu fischen. Denken Sie daran, dass Sie einen Hafen bauen müssen, um mit Fischerbooten fischen zu können. Und, what the fuck for fun, danke für den Follow. Vielen Dank. Und Delirium, danke für den Follow. Und Pinball, danke für den Follow. Alter, was ist jetzt los? Eieiei, ich hab das... Oh, ja, danke. Zweitens, können Sie Fische in der Nähe des Ufers und Ihren Booten fangen? Allerdings ist dies nicht so effizient wie das Fischen in größeren Fischvorkommen, die sich weiter entfernt von der Küste befinden. Warum ist das nicht so effizient? Das steht hier nicht bei. Achso, weil das einfach weniger Fische sind wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Ahnung. Drittens, Sie können auch Elefanten als Nahrungsmittelquelle jagen. Viertens, je mehr Dorfbewohner Holz fällen und je mehr Boote Sie fischen lassen, desto schneller wird sich Ihr Vorratslager füllen. Fünftens, vergessen Sie nicht, Häuser zu bauen, um den Dorfbewohnern und Booten Unterkunft zu bieten. Die Geschichte. Die Bevölkerungswachstum und das Wettbewerb nach Orten mit guter Nahrung beschleunigte den Technologiefortschritt, der durch die herausfordernde Umgebung der letzten Eiszeit begünstigt wurde. Bessere und vielfältigere Werkzeuge erhöhen die Effizienz von Jägern und Sammlern und intensivierten die Vorteile der Menschen gegenüber anderen Lebensformen. Okay. Anthropologen definieren den technologischen Fortschritt unserer menschlichen Vorfahren durch die Unterscheidung von Zeitspannen anhand von Artefakten, die über die Zeiten erhalten geblieben sind. Die meisten dieser Artefakte sind Werkzeuge und die ältesten sind aus Stein gefertigt. Später wurden Werkzeuge langsam aus verschiedenen Metallen wie Kupfer und Bronze hergestellt. Die am meisten verwendeten Namen für diese Epochen sind Steinzeit, Paläolithikum,
Paläolithikum. Okay. Neusteinzeit, Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit. In Age of Empires steigen sie von der Steinzeit in das Werkzeugzeitalter, in die Bronzezeit und in die Eisenzeit auf. Jeder Aufstieg basiert auf der Erfüllung einiger Voraussetzungen. Der Eintritt ist ein neues Zeitalter ermöglicht. Es neue Technologien zu entwickeln und neue Gebäude und Einheiten zu erstellen. Das Werkzeugzeitalter repräsentiert die Innovation von großen, klobigen Faustkeilen und Handäxten, die zuerst als Werkzeuge genutzt wurden. Die Werkzeuge in der Neusteinzeit waren Klingen aus Stein. Diese kleinen Klingen, Mikrolithe genannt, wurden an Griffen befestigt und als Messer genutzt, sowie auf Schäften befestigt, als Pfeile und Speere genutzt. Diese Werkzeuge waren viel effizienter als ihre Vorgänger und gestalteten die täglichen Aufgaben um einiges einfacher. Okay. So. Was haben wir denn? 120 Holz, 200... Okay, okay. Und wir sind alleine. Okay. Easy. Wenn wir alleine sind, easy. Warte mal. Dann bauen wir doch als erstes ein Häuschen. Bombis. Und ihr geht... Und dann fangen wir mit denen da den Fisch, oder? Und mit dem auch. Und da. Nein, Fische. Fische, Fische, Fische. Gut. Und du gehst mal auf Erkundung, guck mal, was wir hier so haben. Allemas. Allemas, allemas. Allemas, allemas. Noch mehr Fische. Allemas, allemas. Allemas, allemas. 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 Allemas, allemas. 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 Allemas, allemas. Allemas. Oh, ein Elefant. Hallo, Elefant. Okay, jede Menge Sachen hier zum... Also, dann gehen wir mal Holz sammeln, würde ich sagen. Wieso macht ihr nichts? Das sind zu viele, ne? Ja, okay. Machen wir es halt so. Okay. Alle Maß. Du musst mal ein Häuschen bauen. Bombus. Und da drauf. So, jetzt müssen wir noch ein Gebäude bauen, dann kommen wir schon ins nächste Zeitalter. Das ist ja schnell gemacht. Hafen denn mal hin. Hier so. Bombis. Allemas. Und dem gucken wir uns jetzt noch ein bisschen um. Allemas. Oh, das ist schon weg, da. Ja? Das ist aber schnell abgefarmt da. Oh, ein Allemas. Löwe. Hallo, Löwe. Allemas. 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 Kann ich da eigentlich? Allemas. Hier ist noch nicht der Rand der Karte. Das heißt, ich mach den mal eben kaputt. Allemas. 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 So, hier haben wir den Rand der Karte. Oh, da ist noch ein Löwe. Eisa. Allemas. Okidoki. Allemas. So, dann bauen wir mal. Wenn das Holzfällen schneller geht, gehen wir eine Lagergrube hin. Und zwei, drei Fischerboote, damit wir noch ein bisschen schneller Holz kriegen. Allemas. 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 Oh, da liegt ein Skelett, alle Klärchen. Allemas. Ja gut, bauen wir hier auch noch ein Lager hin.
Können wir nachher den Elefanten machen und dann haben wir das Fleisch, was wir brauchen. Weil da kommen jetzt die Leute nicht dran vorbei, oder? Ich weiß es nicht. Achso, ich muss mal vielleicht nochmal ein Häuschen bauen. Ja, ja. Das kann der Fischerboot ja nicht fertig werden. So, guck mal, was wir oben noch haben. Da haben wir nix. Okay, gehen wir da runter. Immer Holz sammeln. Du auch. Du kannst das da sammeln. So. Machst du mal den Löwenplatz? Und du kümmerst dich, guckst dich hier weiter um. So. Gleich haben wir dann auch schon die Nahrung, die wir brauchen. Auf die Insel kommt man gar nicht drauf, alles klar. Der Löwe kann also gar nicht nerven. Na wunderbar. Dann gehen Nahrung sammeln. Und wir dürfen das nächste Zeitalter. Wuhu! Ich guck mich hier weiter um. Jo. Haben wir das? Ja, hier ist einfach nichts. Allemaß. Und noch in die Ecke gucken, dann war's das. Allemaß. Allemaß. Heißer. Der Elefant dauert rein, du. Guck dich mal mit dem Schiff noch ein bisschen um, bevor die Map zu Ende ist. Ah, guck mal, da haben wir noch richtige Fische gehabt. Hätten. Ein Wal. Oh je. Und Mission gewonnen. Schwere Mission. Ihr Stamm hat die Techniken zur Herstellung verbesserter Steinwerkzeuge erlernt und ist in ein neues Zeitalter aufgestiegen, das sich Jungsteinzeit nennt. Mit diesen neuen Technologien blüht ihr Volk auf und erlangt einen Vorteil gegenüber anderen Gruppen in der Umgebung. Yay! Neue Technologien haben es ihrem Stamm ermöglicht zu wachsen, führten jedoch auch zu neuen Konflikten. Die Ausdehnung der Sahara hat benachbarte Stämme dazu gezwungen, in ihr Gebiet einzudringen und die Kontrolle über ihre Nahrungsquellen und Verteidigungsanlagen zu übernehmen. Brandschatzende Gruppen aus Oberägypten kamen über den Fluss herunter. Fangen Sie diese Eindringlinge ab und vernichten Sie sie, bevor diese ihre Dörfer infiltrieren und ihre Nahrungsvorräte stehlen. Ziele: Vernichten Sie die eindringenden Stamm. Begutachten ihrer Truppen. Sie starten das Spiel mit einer Mischung aus Militäreinheiten, 4 Axtkämpfer und 3 Bogenschützen. Um die Fähigkeit ihrer Truppen zu begutachten, klicken Sie auf eine Einheit. Ihre Attribute, Trefferpunkte, Angriffsstärke, Nahkampfrüstung, Rüstungsdurchdringung und Reichweite werden im Statusfenster am unteren Ende des Bildschirms angezeigt. Beachten Sie, dass Axtkämpfer eine höhere Angriffsstärke als Bogenschützen aufweisen, aber die Bogenschützen über mehr Reichweite verfügen, die es ihnen erlaubt, den Feind aus der Distanz heraus zu beschießen. Im Nahkampf halt.
Handlungen treten. Also Nahkampfhandlungen treten, okay. Feindliche Einheiten werden sichtbar, wenn sie die Sichtweite ihrer Einheiten gelangen. Sie verschwinden wieder, wenn sie die Sichtweite ihrer Einheiten verlassen. Soldaten ohne Befehle greifen automatisch feindliche Einheiten in ihrer Sichtweite an. Okay. Um diese Anweisungen anzuzeigen, während Sie das Spiel spielen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ziele in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um weitere Tipps zur Zielerreichung zu erhalten. Klicken Sie auf Tipps. Ja. Hinweise. Erstens, die kleinere Kriegsgruppe aus Oberägypten befindet sich östlich. Okay. Zweitens, halten Sie Ihre Einheiten zusammen, damit Sie die feindlichen Einheiten nacheinander ausschalten können. Drittens, eine alternative, fortschrittlichere Taktik ist es, Ihre Militäreinheiten in zwei Gruppen aufzuteilen. Bogenschütze und Axtkämpfer, damit Sie die Bogenschütze im Hintergrund halten können und den Reichweitenvorteil zu nutzen und die Axtkämpfer im Nahkampf einzusetzen. Bogenschützen, die den Feind von Klippen oder in höheren Punkten aus unter Feuer nehmen, verursachen zusätzlichen Schaden. Falls es möglich, konzentrieren Sie Ihren Schuss auf den Feind, um ihn schnell zu vernichten. Geschichte. Archäologische Funde beweisen, dass Kriegsführung schon viel länger Teil des menschlichen Lebens war, als wir es eingestehen möchten. Vorangegangene Theorien vermuteten, dass die früheren Nomaden friedvoller waren als ihre sesshaften Pendants in späteren Zeit. Aber Massengräber, die über die ganze Welt verteilt gefunden wurden, haben Wissenschaftler dazu veranlasst, diese Theorie zu überdenken. Ein Massengrab im Jebel Sahaba, südlich von Ägypten, enthält beispielsweise die Überreste von 61 Erwachsenen und Kindern. Einige der Skelette zeigen Beweise von harten Schlägen und Pfeilspitzenabdrücken in den Knochen. Diese Städte wurden auf ein Alter von ungefähr 13.000 Jahren datiert. Beweise wie diese kommen zu dem Schluss, dass das prähistorische Leben ein Kampf gegen andere Menschen und nicht nur gegen Natur und die Elemente war. Völker, die gute Jagd- und Nahrungsgebiete besaßen, mussten diese mit Gewalt verteidigen oder ihre Vernichtung riskieren. Ja, Krieg gehört halt zum Menschen dazu. So. Neue Technologie. Das ist 3800 vor Christus. Erkundungsreisen und der Austausch mit. Also nochmal. 2200 Jahre später. Als ihre Erkundung. Neue Technologien haben. Alles klar. Dann, machen wir jetzt direkt mal Krieg. Oh, was? Ich hab. Oh Gott, okay, ich hab keine Basis. Das wird ja lustig. Dann. Hui! Aber danke. Aber da ist. Okay, alles klar. Warte mal, dann machen wir das hier zu. Euch machen wir zu 2. Aber da ist. Songs. Songs. Lauf doch bitte Songs. Mal zusammen. Danke. Rocky. Aber da ist. Aber da ist. So, euch mache ich zu 1. Aber da ist. Aber da ist. Das wird ja richtig lustig jetzt. Ich liebe solche Missionen. Aber da ist. Aber da ist. Ja, warte. Das hat nicht funktioniert. So. Aber da ist. Ja, alles klar. Aber da ist. Gut. Ja, machen wir mal. Im Osten hat er stand da, ne? Gut, dann gucken wir mal im Osten, was da ist. Erectus. 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 Ja. Mhm. Ja. Ihr seid sehr guten Wegfindung. Das hat sich ja total verbessert. Erectus. So, ich habe das Gefühl, wir laufen da in einen Wald rein. Okay, die Bogenschütze haben auf jeden Fall eine höhere Sichtweite. Ägyptische Räuber, okay. Also unsere Feinde. Nicht die Libyer, die wir vorhin schon gefunden haben. Warte mal, der kann auch mal wieder ein bisschen näher kommen. So. Irgendwie habe ich noch keine Feinde bis jetzt. Wo sind meine Feinde? Na komm. Wenn man das einmal einer nachzieht, was ist denn da los? Ja, wo sind denn die Gegner? Kann ich speichern? Ja, ne? Ja, ja. Machen wir mal so. Zack. Ha. Oh, da haben wir einen.
Nein, ihr bleibt hier unten. Ihr bleibt hier unten, ihr bleibt hier unten. Und da, du bleibst auch da, weil die kommen jetzt runter, oder? Die kommen ja jetzt bestimmt runter. Komm on, wo bleiben sie? Rutger. Oh ne. Oder auch Rutger. Nicht. Oh ne. Alles klar. Ibotan. Oh ne. Hab dich gesehen. Blurbe. Hallo? Alter, das ist ja richtig nervig, dass sie so auseinanderlaufen. Wenn sie gruppiert, das ist ja richtig bescheuert. So. Rutger. Erectus. Babadakis. Erectus. Rutger. Somus. Mus. Babadakis. Rutger. Ike. Erectus. Babadakis. Babadakis. Evil Tardy. Babadakis. Babadakis. Erectus. Evil Tardy. Rutger. Ike. Babadakis. Rutger. Da kommen wir hoch. Erectus. Somus. Rutger. Babadakis. Babadakis. Oh, hallo, jemand da? Evil Tide. Oh ne. Blurbus. Blurbus. Evil Tide. Habedak. Ike. Somus. Evil Tide. Oh, die kommen. Die kommen. Wow, das sind ja viel mehr als ich. Was ist denn das? Das waren noch nicht alle. Okay, ich habe 2 Altkämpfer verloren. Das waren alle. Gut. Ihr Volk konnte die Angreifer zurückschlagen und ist vorerst in Sicherheit. Ihre Erfolge und die Bedrohungen durch mächtige Nachbarn haben kleinere Stämme dazu ermutigt, sich ihnen aus Sicherheitsgründen anzuschließen. Sie bieten Nahrung und Reichtum im Austausch für ihren Schutz an. Sie haben damit begonnen, die ersten Fundamente für ein neues Konzept zu legen, das Königtum genannt wird. Königtum, okay. Also, das Original von dem Spiel kam 1997 raus, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, ich glaube, 97 war das. Und das Remake ist heute erschienen. Also um Punkt 0 Uhr. Und schließen. Die Zukunft Ägyptens verändert sich. Der große Pharao Narma versucht, die Königreiche von Ober- und Unterägypten zu einem vereinten Ägypten zusammenzuführen. Der Reichtum aus der Landwirtschaft entlang des Nilufers wird ihn dazu befähigen, seine Rivalen endlich zu besiegen. Übernehmen Sie die Kontrolle über die Dörfer entlang des Flusses und erzeugen Sie einen Überschuss von 800 Nahrung, um Ihre Leute und Narmas Kämpfer zu versorgen. Übernehmen Sie zusätzlich die Kontrolle über den antiken Steinkreis von Nabta Playa, der sich in der Wüste in Richtung Westen befindet. Mit der Kontrolle über diese antike Ruine wird Narma Macht gegenüber seinen Gegnern demonstrieren. Seien Sie jedoch wachsam gegenüber benachbarten Völkern. Sie müssen diese nicht vernichten, aber seien Sie sich bewusst, dass Sie versuchen werden, Narmas Ziel, ein vereintes Ägypten, zu unterwandern. Okay. Ziele. Übernehmen Sie Kontrolle über die Ruine. Häufen Sie 800 Nahrung an. Landwirtschaft. Bevor Sie Bauernhöfe bauen können, müssen Sie einen Marktplatz errichten, um Landwirtschaft zu betreiben. Klicken Sie auf den Dorfbewohner und rechtsklicken Sie auf den Bauernhof. Der Dorfbewohner wird Nahrung sammeln und dies im Dorfzentrum oder in Kornspeicher deponieren, je nachdem, was näher liegt. Von wo aus es Ihrem Vorratslager hinzugefügt wird, das in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Bauernhöfe produzieren Nahrung in der festgelegten Menge, somit wird die Zuweisung von mehr als einem Dorfbewohner nicht zu einer Erhöhung der Produktivität des Bauernhofs führen. Die Entwicklung der Domestikation des Pflugs und der Bewässerung am Marktplatz erhöht die Produktivität des Bauernhofs. Bauernhöfe werden nach einer bestimmten Zeit brach liegen. Die Fähigkeit zum Nahrungsanbau ist erschöpft und müssen erneut abgebaut werden. Okay. Weiterentwickeln von Einheiten. Um Militäreinheiten Knüppelschläge aufzurüsten, klicken Sie auf die Kaserne und danach auf die Schaltfläche Weiterentwickeln zur Kampfaxt. Ihre bestehenden Knüppelschläger werden zu Axtkämpfern, die stärker sind, aufgerüstet. Und Sie können ab nun keine Knüppelschläger mehr ausbilden, nur noch Axtkämpfer. Entwicklung von Technologien. Wenn Ihre Zivilisation in ein neues Zeitalter eintritt, können Sie neue Technologien entwickeln. Sehen Sie in den Technologiebaum an, um Informationen über die entwickelnden Technologien in jedem Zeitalter zu erhalten. Um erfolgreich zu sein, müssen sie neue Zeitalter voranschreiten, um ihre Rivalen ökonomisch und militärisch Schritt zu halten oder diese zu
übertreffen. Das Entwickeln von Technologien benötigt Zeit und kostet Ressourcen. Aber nachdem sie eine neue Technologie entwickelt haben, wird ihre Zivilisation umgehend von deren Vorteilen profitieren. Okay. Ich spiele das, also es ist ja kein Remake, es ist ein Remaster, nennt man das. Es basiert ja immer noch auf die alte Engine. Und die haben einfach nur die Grafik ein bisschen aufpoliert. Mehr haben sie eigentlich gar nicht gemacht. Und die Menüs haben sie halt überarbeitet, aber ansonsten. Hinweise. Sie müssen sich gegen wahrscheinliche Angriffe von feindlichen Ägyptern verteidigen, indem sie ihre Knüppelschläger zu Axtkämpfern weiterentwickeln und zusätzliche Axtkämpfer in der Kaserne ausbilden. Nahrung aus Nahrungsmittelquellen ist begrenzt. Sie müssen also Bauernhöfe bauen, um ihren Nahrungsvorrat weiter zu erhöhen. Wenn Sie über genügend Holz in Ihren Vorratslager verfügen, können Sie darüber nachdenken, eine Bogenschießanlage oder einen Stall zu bauen, um Bogenschützen oder Kavallerieeinheiten auszubilden, um Ihre Axtkämpfer zu verstärken. Um Kontrolle über die Ruinen zu erlangen, müssen Sie den Fluss überqueren und die Wüste gelangen. Möglicherweise müssen Sie andere Ägypter bekämpfen, falls diese sich ihnen in den Weg stellen. Heieiei. Fünftens, nachdem sie Oberägypten neutralisiert oder vernichtet haben und die Kontrolle über die Ruine gesichert haben, können sie sich auf das Bauen von weiteren Bauernhöfen konzentrieren, um die zum Gewinnen erforderlicher Nahrung einzuhäufen. Die Geschichte. Jedes Jahr brachten schwere Monsunregenfälle in den Bergen von Äthiopien den Nil dazu, seine Ufer flussabwärts in Ägypten zu überschwemmen. Diese Flutperiode von Juni bis September wurde Akhet genannt, während sie darauf warteten, dass das Wasser sich zurückzog und den fruchtbaren, darunterliegenden Schlamm und Schlick freigab, verbrachten die ägyptischen Bauern ihre Zeit mit Flickarbeiten und Werkzeugherstellung und der Pflege ihrer Tiere. Als Ägypten zum Königreich wurde, nutzten die Bauern einen Teil dieser Zeit, um für das König den Pharao genannt wurde, zu arbeiten und Grabstätten und Tempel zu bauen. Als das Wasser sich zurückzog, pflügten die Ägypter die Erde in einer Periode, die Peret genannt wurde und von Oktober bis Februar andauerte. Die Ägypter pflügten per Hand oder sie nutzten tierbetriebene Pflüge. Saat wurde gesät und Ziegen oder andere Tiere liefen über die Felder, um den Samen in die Erde zu strücken und für zusätzliche Dünger zu sorgen. Die Ägypter bauten verschiedene Feldfrüchte an, einschließlich Weizen, Gerste, Flachs, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Bohnen, Blattsalat, Linsen, Kohl, Rettich, Steckrüben, Trauben, Feigen, Pflaumen und Melonen. Die Erntezeit fand in der Periode von März bis Mai statt und wurde Shenmue genannt. Das Korn wurde mit Sicheln geschnitten, in Bündel verschnürt und zu den Kornspeichern getragen. Geschickte Handwerker in den Städten verarbeiteten den Weizen zu Brot, die Gerste zu Bier und den Flachs zu Leinen. Papyrus wurde gesammelt, um daraus Sandalen, Boote, Körbe, Matten und Papier herzustellen. Die Landwirtschaft erlaubte es den Berufen, sich zu entwickeln und begünstigte neue kulturelle Werkzeuge und Artefakte. Obwohl erste Anzeichen von Landwirtschaft auf das Jahr 8000 vor Christus zurückgehen, erschienen die ersten landwirtschaftlichen Gemeinschaften in Ägypten erst in der Periode von ca. 6000 bis 3150 vor Christus. Diese frühen Siedlungen führten neue Technologien wie die Bewässerung in der Form von Kanälen und Becken ein. Dies erlaubte es den Ägyptern, die Überflutungen zu regulieren, um die Nahrungsmittelproduktion zu maximieren. Die ägyptische Landwirtschaftssystem ermöglichte es der Region zwischen 12 Millionen Menschen zu ernähren. Sogar noch in der römischen Ära wurden Ägypten als der Kornspeicher der antiken Welt betrachtet. Die Landwirtschaft führte zu einer Bevölkerungsexplosion und brachte Dörfer dazu, sich zu kleinen königlichen... Dörfer dazu, sich zu kleinen Königreichen entlang des Nils zusammenzuschließen. Diese Königreiche marschierten in andere ein und annektierten diese, bis nur noch zwei Königreiche übrig blieben, Ober- und Unterägypten. Im Süden bzw. Norden dieser Terminologie leitete sie sich ab aus der Flussrichtung des Nils von den Hochländern in östlichen Afrika im Süden hin zum Nildelta im Norden. Der König von Oberägypten trug eine hohe weiße Krone, Hedjet genannt, während der König von Unterägypten eine rote Krone trug, die Deschret genannt wurde. Um 3100 vor Christus vereinte ein König namens Nama, auch als Menes bekannt, die beiden Königreiche. Eine Tontafel, welche die Palette von Nama genannt wird, stellt der König dar, wie er die Krone von Oberägypten auf der einen und die Krone von Unterägypten auf der anderen Seite trägt. Ein späterer Pharao namens Djet wurde abgebildet, wie er beide Kronen gleichzeitig trägt. Die Doppelkrone, die als Paschent bekannt ist, symbolisiert die Einheit Ägyptens. Ja, haben wir mal ein bisschen was über Ägypten gelernt, wa? Dann mal los. Okay, also mein Ziel ist es, die Ruinen zu erobern und 800 Nahrung zu haben. Okay.
Abadakis. Abadakis. Erectus. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt aufpassen muss, ehrlich gesagt. Thomas. Das stand aber, glaube ich, das stand doch hier irgendwo, oder? Warte mal. Das ist es nicht. War das hier?